Habe die Ehre. Es ist Montag, 7 Uhr in der Früh. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zu Double Jump, deinem werktäglichen Games News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir Montag bis Freitag um 7 Uhr in der Früh die wichtigsten Games News des Tages. In der heutigen Ausgabe reden wir über die Zukunftspläne und Hoffnungen von Yu Suzuki bezüglich der Zukunft von Shenmue. Dann reden wir auch darüber, wie Rocket League ab dem 4. Dezember ohne Lootboxen funktionieren wird. Es hat sich auch herausgestellt, dass The Witcher 3 für Nintendo Switch eine richtig gute Idee war. Und Geoff Keighley hat angekündigt, dass bei den Game Awards in der Nacht zum 13. Dezember weitaus mehr zu Half-Life Alyx vorgestellt wird und das Cartridge-Patent von Sony, welches die letzten zwei Wochen durch das Internet geistert, dazu hat es sich nun herausgestellt, dass das Cartridge-Patent nichts mit der PlayStation 5 zu tun hat. Wenn auch du Montag bis Freitag mit den wichtigsten und interessantesten Games-News-Stories des Tages automatisch in deiner Podcast-App informiert werden willst, abonniere Double Jump jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, YouTube oder jeder anderen Podcast-App deiner Wahl. Double Jump ist überall verfügbar und sobald du Double Jump abonniert hast, informiert dich deine Podcast-App jeden Tag automatisch, sobald die neueste Episode online gegangen ist. Jetzt, wo die ersten Reviewer Shenmue 3 alle durchgespielt haben, fällt immer mehr Reviewern auf, dass nach dem Abspann des Games ein Brief von Yu Suzuki erscheint, in dem er sich bei den Spielern bedankt und ein Satz besonders heraussticht. Und zwar, das ist jetzt vom deutschen GamePro-Magazin übersetzt: Ich hoffe, dass wir zusammen die Geschichte und Abenteuer von Ryu in Shenmue 4 weiterspinnen können. Das klingt ja echt nach einem neuen Kickstarter. Aber ehrlich, nach dem Public Relations Debakel mit dem Epic Games Store bin ich mir sicher, wenn Yu Suzuki sich nochmal auf Kickstarter traut, wird er die Ziele sicher nicht erreichen. Denn bei den Hardcore-Shenmue-Fans hat sich Yu Suzuki sowas von verschrien durch all das, was auf Kickstarter abging. Und der Mainstream, der investiert ja nie in Games auf Kickstarter. Der Mainstream kauft Games erst, sobald sie mindestens im Early Access auf Steam sind. Kickstarter-Investitionen finden ja immer nur durch Hardcore-Fans statt. Aber bei dem Exklusivdeal, den Deep Silver und Yu Suzukis Entwicklungsstudio mit dem Epic Games Store für die PC-Version von Shenmue 3 haben, ist realistischerweise eigentlich auch kein Kickstarter-Deal notwendig. Besonders, wenn der Deal für Epic Games lohnenswert war und wenn es für Deep Silver auch lohnenswert ist. Besonders dann, wenn sich herausstellt, hey, Shenmue 3 hat sich tatsächlich gut genug verkauft, dass ein vierter Teil für Deep Silver echt lohnenswert wäre. Da bin ich schon echt gespannt darauf, denn momentan lässt sich ja die monetäre Zukunft der Shenmue-Reihe nicht vorhersagen. Noch lassen sich die Verkaufszahlen nicht wirklich einschätzen. Aber wir können uns ja sicher sein, das wird definitiv nicht das Letzte sein, was wir von Yu Suzuki hören. Psyonix, der Entwickler von Rocket League, wurde ja bereits vor Monaten zu 100% von Epic Games aufgekauft. Und damit wurde am Tag des Deals auch bekannt gegeben, dass die Monetarisierung von Rocket League komplett umgestellt wird. Gleich mit dem Wichtigsten im Voraus, dass es keine Lootboxen mehr in Rocket League geben wird. Und nun, jetzt wo das große Update kommt, bei dem die ganze Monetarisierung von Rocket League umgestellt wird, ist Psyonix in ihrem Blog ins Detail gegangen, wie nun der generalüberholte Ingame-Shop überhaupt aussehen soll. Prinzipiell merkt man den Einfluss von Epic Games, denn dieser wird nun Fortnite sehr ähnlich sein. Aber das Wichtigste gleich im Voraus, wie versprochen, hält sich Psyonix wirklich daran und es gibt keine Lootboxen mehr. Lootboxen, die werden durch sogenannte Blaupausen ersetzt, im Englischen die Blueprints. Diese Blaupausen können am Ende von jedem Match gratis gedroppt werden und diese kann man dann im neuen Ingame-Shop für die durch Echtgeld erworbene Währung Credits umwandeln. Neben den Blueprints bzw. den Blaupausen ist das nächste große Ding am generalüberholten Ingame-Shop, dass man diverse Items für diese Credits direkt kaufen kann. Und da dieser Shop dem vom Fortnite wirklich ähnlich ist, werden dann genauso wie in Fortnite Shop-Items alle 24 bis 48 Stunden ausgetauscht. Welche Items es spezifisch im Shop geben wird, das hat man noch nicht bekannt gegeben, aber man hat die Preise für die Ingame-Währungspakete bekannt gegeben. 500 Credits beginnen bei 4,99 €, 1100 Credits kosten dann 9,99 € und das geht hoch bis zum Paket von 6500 Credits für 49,99 €. Diese Ingame-Währung wird notwendig sein, um Rocket League's Rocket Pass, der Rocket Pass, das ist am ehesten zu vergleichen mit dem Season Pass bei anderen Games, um diesen jedenfalls immer zur Premium-Version umzuwandeln. Derzeit öffnet man ja Lootboxen in Rocket League noch mit Schlüsseln, sogenannten Keys. Wenn du nach dem Blueprints Update am 4. Dezember noch diverse Keys übrig hast, werden diese automatisch dir zu 100 Credits pro Key umgewandelt. Und abseits vom Shop, mit der Generalüberholung der Monetarisierung, werden ab der
Dezember keine DLCs mehr zum Kauf zur Verfügung stehen. Aber alle Spieler, die DLCs bevor Dezember kaufen, behalten ihre Premium-Items. Wie schon erwähnt, findet diese Generalüberholung mit dem Blueprints-Update am 4. Dezember statt. Das Update wird zeitgleich auf alle Plattformen ausgespielt und mit dem Update kommt auch der Rocket Pass für Season 5 und neben dem Rocket Pass, neben den Blueprints, wird es auch noch einige neue Gratis-Ingame-Items für alle geben und die eSports Season 13 wird ebenfalls starten. Und nun habe ich eine erfreuliche Nachricht für alle CD Projekt Red und Nintendo Switch Fans, denn wie es sich nun im letzten Finanzbericht von CD Projekt Red herausgestellt hat, war The Witcher 3 für Nintendo Switch eine richtig gute Idee, denn am Freitag hat Gamasutra, das älteste bekannte Game-Entwickler-Magazin der Welt, die letzten Quartalszahlen von CD Projekt Red in einem Artikel veröffentlicht. Gesamt hat CD Projekt Red im letzten Quartal 21,6 Millionen Euro Umsatz mit der Hauptfirma, mit GOG und anderen Tochterfirmen umgesetzt und das im Vergleich zum selben Quartal 2018 ist ein Plus von 6 Millionen Euro. Am meisten dazu beigetragen haben die Vorbestellungen für Cyberpunk 2077 und eben The Witcher 3 für Nintendo Switch. Das muss ich sagen, ist wirklich super zu hören, denn dieser Erfolg auf der Nintendo Switch lässt noch auf weitere CD Projekt Red Projekte hoffen. Geoff Keighley, Hideo Kojimas bester Freund, bekannt durch die Game Awards oder die Gamescom Opening Night Live und so weiter, dieser hat mit Valve jetzt am Freitag eine neue Episode seiner Doku The Final Hours veröffentlicht. Und das natürlich über Half-Life Alyx. Die Doku geht über 20 Minuten und ich habe euch den Link zum YouTube-Video natürlich in den Shownotes auf www.doublejump.at und in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player verlinkt. Sobald du die heutige News-Episode fertig gehört hast, schau dir die Doku unbedingt an. Es war wirklich ein sehr interessantes, podcastartiges Gespräch. Jedenfalls, mit der Veröffentlichung der Doku hat Geoff Keighley auch bekannt gegeben, dass Valve auf den Game Awards am Freitag in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember noch viel mehr zu Half-Life Alyx bekannt geben wird, was bislang noch verschwiegen ist. So gut wie Half-Life Alyx aussieht, freue ich mich schon sehr darauf. Ich überlege noch, was ich wegen den Game Awards mache, denn die Game Awards werden ja wahrscheinlich fast eine eigene Episode verdienen. Und die letzte Story des heutigen Tages ist ein super Beispiel, warum ich in den regulären Double Jump News Ausgaben nicht über Gerüchte und Leaks rede, außer die Quellen sind sowas von sicher, dass sie als bestätigt werden können, dass es dann schon echt eigentlich als News gilt. Ein super Beispiel eben dafür auch, warum ich für Gerüchte und Leaks, wenn ich diese wichtig finde, aber halt noch die Bestätigung fehlt, dafür eigene Spin-Off-Episoden mache. Wo fange ich jetzt am besten an? Eifrige Double Jump Zuhörer kennen mittlerweile schon das niederländische Digitalmagazin Let's Go Digital. Die wurden in den letzten beiden Monaten bekannt, eben weil sie die PlayStation 5 Developer Kit Patente als erstes gefunden haben und dabei 100% akkurat waren laut Entwicklern. Und die haben ja am 10. November ein neues Patent gefunden, welches von Sony im Juni in Brasilien eingereicht wurde. Ein Patent für Module eines unspezifizierten Game-Systems. In den letzten beiden Wochen hat sich dann dieses Gerücht Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und der letzte Stand war, das Modul sei ein Patent für PlayStation 5 Speicherplatzerweiterung, dass man anhand der Module einfach den SSD-Speicherplatz vergrößern können würde, so wie man das früher bei Konsolen vor 15, 20 Jahren mit der Memory Card im Controller oder direkt in der Konsole gemacht hat. Aber das amerikanische Technikmagazin Tweaktown hat nun am Samstag herausgefunden, dass das Gerücht komplett falsch ist. Die haben den wahren Nutzen des Patents gefunden. Und zwar, das Patent ist für Module für Sonys japanische Spielzeugreihe Toyo, T-O-I-O. Toyo-Spielzeuge, das sind handfeste Spielzeuge, wie zum Beispiel ferngesteuerte Autos. Und das Besondere an Toyo ist, diese Spielzeuge werden mit Videogame-Mechaniken kombiniert. Im Tweaktown-Artikel zum Beispiel, wo die Aufklärung zum Modulpatent stattfindet, ist ein Link zum Trailer der neuesten Toyo-Spielzeuge auf YouTube verlinkt. Und dieser zeigt, wie die ferngesteuerten Autos über Bewegungssteuerung über Funk kontrolliert werden. Und welches ferngesteuerte Auto man eben über die Bewegungssteuerung kontrollieren kann, das wird über die Module, die man in den Patenten sieht, bestimmt. Die Module, die man in den Trailern sieht, sehen 1:1 aus wie die aus den Patenten. Null Unterschied. Der Trailer zeigt dann auch, wie man mit genau diesem Modul dann nachher die Steuerungsart für das jeweilige Auto wechselt und zeigt dann, wie das Kind dann eben verschiedene Autos damit steuert. Prinzipiell ist das ja eine echt coole Sache. Irgendwie auch schon fast schade, dass es keine Toyo-Sachen außerhalb von Japan gibt. Aber ich bin echt gespannt, sobald sich die Aufklärung mehr verbreitet, wie Hardcore PlayStation-Fans darauf reagieren werden. Wenn du die Quellen der heutigen News-Stories im Detail selbst nachlesen willst oder dir Trailer anschauen willst, findest du alle Links zu den heutigen Stories in den Shownotes auf www.doublejump.at oder in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player.
Und damit habe ich jetzt definitiv genug geredet. Jetzt seid ihr an der Reihe. Hinterlasst mir einen Kommentar mit eurer Meinung zu den heutigen News Stories auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Auf Instagram findet ihr Double Jump als doublejump.at ein Wort, aber ebenfalls wie die News Stories findet ihr ebenfalls die Links zu Apple Podcasts und Instagram. Alles ebenfalls in den Shownotes auf www.doublejump.at und in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast Player. Das interessanteste Kommentar des jeweiligen Tages werde ich im Rahmen des nächsten Podcasts dann laut vorlesen und persönlich beantworten. Wenn du einen Kommentar auf Apple Podcasts hinterlässt, hinterlass mir bitte auch eine Bewertung. Eine positive Bewertung, wenn dir die heutige Ausgabe gefallen hat, oder eine negative Bewertung, wenn dir die heutige Ausgabe nicht gefallen hat. Das war's dann für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die heutige News-Ausgabe hat euch wie immer gefallen. Eines muss ich euch noch im Voraus sagen, und zwar, die morgige News-Ausgabe, die wird erst am Abend veröffentlicht. Das lässt sich aufgrund diverser privater Umstände heute, die es mir heute nicht erlauben, an Double Jump zu arbeiten, leider nicht vermeiden. Da ich heute nicht an Double Jump arbeiten kann und auch nicht arbeiten konnte, ist zum Beispiel diese News-Ausgabe auch schon am gestrigen Sonntagabend aufgenommen worden. Für die Zuhörer, die der heutigen Episode auch nicht zuhören können, veröffentliche ich auch morgen eine voraufgenommene Info, dass die Episode erst aufgrund der privaten Umstände am Abend live geht. Mein Name ist Daniel Muletz, das war Double Jump, dein werktäglicher Games News Podcast, und wir hören uns wieder morgen Abend. Habe die Ehre!